Hey guys, bevor wir ins heutige Video starten und uns die Wi-Fi Battles angucken, die by the way unglaublich spannend waren, beziehungsweise vor allem das erste war, naja, ihr werdet selbst sehen, möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten ansprechen oder vor allem eine Sache ansprechen, denn ihr wisst, Wi-Fi Battles, insbesondere Competitive, ist immer so ein emotionales Thema. Und in diesem Wi-Fi Battle ist etwas passiert, was leider des Öfteren immer wieder mal Thema war oder wahrscheinlich auch Thema sein wird. Und zwar geht es um Stream-Sniping. Ich hatte in diesem Wi-Fi Battle massiv den Verdacht, gestream-sniped geworden zu sein und war ein wenig salty. Ich möchte euch einfach quasi jetzt schon mal sagen, entschuldigt bitte die Saltiness und ignoriert die einfach. Wir haben unsere Differenzen oder das Ganze nach dem Kampf geklärt und sind definitiv auf einen Nenner gekommen. Wir haben uns gegenseitig verziehen und vergeben und whatever. Ne? Wir sind als Freunde auseinandergegangen, was ihr in diesem Video nicht sehen werdet, sondern nur den Kampf, wo ich halt so ein bisschen salty bin. Aber ich möchte das auf jeden Fall noch gesagt haben. Ich möchte an der Stelle einfach, dass ihr so ein bisschen meine Position versteht. Weil es ist sehr schwierig, out of context, sich solche Videos anzusehen von mir, ohne, naja, dass man selbst wütend wird, weil der Junge im Video wieder rumheult. Ganz kurz. Ich bin ein Streamer, der bei Wi-Fi Battle Streams zwischen 2 und 5, 6, 700, manchmal sogar bis 1000 Zuschauer hat. Bei Pokémon Schwert und Schild kann man Wi-Fi-Battles machen anhand von Codes. Das bedeutet, man muss sich nur einen Code aussuchen und dann kann sich irgendjemand, der diesen Code eingibt, eben bewerben, beziehungsweise kann einfach in den Kampf reinjoinen oder in den Tausch oder in was auch immer. Das heißt, man muss sich nicht mehr adden. Man muss sich nicht mehr adden, um zu kämpfen. Man muss nicht mehr einen Friends-Code eingeben oder irgendwie einen Namen oder whatever, sondern man kann einfach sagen, hey, der Code ist 1997 und dann kann jeder der 500 Leute, die zugucken, einfach in den Kampf reinjoinen. Das heißt, als Streamer hat man absolut keine Übersicht und auch keine Kontrolle, gegen wen man jetzt da spielt. Okay, das kann ein langjähriger Zuschauer sein, ein treues Mitglied der, ich würde mal sagen, Community. Das kann aber auch irgendein Random sein oder auch irgendein Troll. Alright? Also das kann man nicht wissen davor. Und in diesem Kampf war es halt leider so, dass sich der Sascha, gegen den wir jetzt gleich spielen werden, schon eine Woche vorher auf mein Team vorbereitet hat, was ich in den letzten VGC Wi-Fi Battles verwendet habe. Das war insofern etwas unglücklich, weil ich genau in diesem Livestream, genau in diesem Kampf, dasselbe Team verwendet habe, beziehungsweise denselben Lead. Und ja, aufgrund dieser Umstände hatte ich halt einfach unglaublich den starken Verdacht, gestream-sniped worden zu sein, was halt ein Dickmove ist, muss man halt ganz klar sagen. Es ist tryhardig, wenn man irgendwie stream-sniped. Wir haben 2 Stunden lang circa in diesem Stream ein Team gebildet und haben dann quasi den Lead gepickt von den letzten VGC-Battles, auf die sich Sascha halt vorbereitet hatte. Und das war halt dann wirklich der unglückliche Zufall, dass genau dieser Lead quasi dann da war, auf den er sich ein paar Tage vorbereitet hat. Na, und das ist dann halt unglücklich, weil wie gesagt, er hat mich komplett ausgecountert. Das Battle wurde trotzdem unglaublich spannend, wie gesagt, guckt es euch an. Aber ich hatte halt den unglaublich starken Verdacht, gestream-sniped worden zu sein. Und ich kenne ja den Sascha nicht, ich weiß ja nicht, ob er ein Troll ist, ob er ein positiv gestimmter Zuschauer ist oder whatever. Ich hatte einfach in dem Moment den Eindruck, er will irgendwie mich trollen, mich tryharden und keine Ahnung. Er will einfach irgendwie ein lames Battle, um mich kurz in die Pfanne zu hauen. Hab mir quasi 2 Stunden beim Teambuilding zugeguckt, um mich dann einfach, ich weiß nicht, rauszunehmen. Und ja, den Unmut habe ich halt, naja, rausgelassen, sage ich jetzt mal. Ich habe halt meine Meinung dazu gesagt und jetzt im Nachhinein
möchte ich das gerne nochmal revidieren, denn Sascha hat beteuert, dass er quasi nicht gestreamsniped hat. Er hat sich zwar auf mein Team vorbereitet, aber er hat nicht explizit gestreamsniped. Und ja, an der Stelle nochmal ein herzliches GG. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen meine Position und ich hoffe, ihr regt euch nicht zu viel auf, wenn es gleich ins Match geht. Es wurde nämlich doch trotz allem ein unglaublich nices Match. Und genau deswegen lade ich es auch hoch, weil dieses ganze Drama könnte ich mir eigentlich ersparen. Aber ich dachte, hey, das Match war so cool, dass ich es doch gerne auf YouTube hochladen würde. Aber ich wollte eben noch das ein oder andere Wort an euch richten. Okay, jetzt wünsche ich euch aber ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Match. Und wir sehen uns gleich. So, jetzt gucken wir mal, was er hat. Interessante Pokémon. Interesting Pokémons. Und hier ist zum Beispiel Pikachu sehr gut, weil er hat einen Kramor, er hat einen Gyarados und er hat einen Hawlucha. Also gegen 3 von 6 Pokémon ist Pikachu sehr gut. 1 resistiert. Ja, I don't know. Also, Lucario wäre hier eher nicht gut. Warte mal, Lucario kann doch Knuddler, oder nicht? Nee, oder war das Akani? Akani kann auf jeden Fall Knuddler. Vielleicht kann Lucario Knuddler. Knuddler wäre auch ganz gut gewesen. Alright. Dann wollen wir mal mit Frau Wolle. Ich glaube irgendwie so, oder? Aber warte mal, wir müssen ja sowieso alle mit. Ja, das ist ja. Okay. So. Alright, let's go! Versus Sascha, die ein Mädel ist. Scheinbar. Toxicus und Ferrum. Okay. Überbrückung geht instant weg. Oh, warte mal. Der Strolch wird ausge... Oh. Warte mal. Das ist ein Nebelerzeuger, Toxicus. Das ist gar nicht das Gas. Okay. Das ist actually ziemlich gut, weil jetzt niemand paralysiert wird. Ja, das ist ja interessant. Dass er genauso die Pokémon dabei hat, die diese Strategie mit Pikachu irgendwie, ne? Okay. Bam badam. Das ist witzig, weil Ferrum Erdbeben hat, Poison Jab, March Bombe. Es ist alles da, um mein Team übel zu vernichten. Ich kann niemanden paralysieren, weil Nebel fällt. Zufall? Ich glaube nicht. Und der Dynamax direkt sein Maxax wahrscheinlich. Ja, gut. Kini Roblet Games, Dankeschön für den Sub. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, die Sache ist die. Ich komme jetzt aber auf plus 6, ne? Wegen dem Team hier. Aber ich fress halt gut Damage. Bro, das dauert einfach viel zu lang, ey. Das müssen wir jetzt nochmal dreimal machen. Ich habe ja die Hoffnung, dass er für Poison Jab bzw. Match Bombe geht, weil die würde ich halt... I don't know. Würde ich halt beides tanken. Earthquake geht da glaube ich nicht, weil er sein Galas Mokmok da hat. Oh, natürlich, er kann ja auf einzelne Dinger gehen, ne? Ja gut. Dann kommt jetzt ein Nicht-Stab, G-Max... Boden-Move. Mal gucken, ob wir den tanken. Nope. Tun wir nicht. Okay. Ja, GG. Das war klar. Hier ist Tom. Dankeschön für den Sub.
Ja, die Runde war komplett lost. Gewinne gegen Stream-Sniping. Ja, ich will jetzt kein Stream-Sniping unterstellen, aber es war schon sehr obvious, ne? Ich meine, wir haben jetzt 2 Stunden lang ein Team gebildet und jetzt kommt einer rein mit Maxax und Nebelfeld. I don't know. Ich will nichts sagen, aber... Ist okay. Ist okay. So. Wir geben Gas. Wir geben Gas! Einfach wieder die Cam davor stellen. Ja, darum geht's ja nicht mal. Weil er wusste ja, mit was ich leade. Er weiß ja, wie mein Team, wie meine Strategie aufgebaut ist. Und das ist halt der Grund, warum ich nicht gerne gegen Zuschauer spiele. Genau das. Aber wie gesagt, ich will niemandem was in den Mund legen oder so. Oder was vorwerfen. Kann auch sein, dass es komplett einfach random ist, dass das jetzt perfekt passt auf das, was ich gerade spiele. Aber ich meine, es ist klar, dass ich so verliere. Also es ist klar, dass es kein spannendes Match wird, wenn man halt sein Team genau auf das ausrichtet. Ich weiß auch nicht, warum man das macht. Ob man einfach unbedingt gegen den Sephiron gewinnen wollte oder so. Wie gesagt, das ist halt einfach, keine Ahnung, krass. Das kannst du dir danach in den Lebenslauf schreiben. Ich klebe dir ein Sternchen in dein Heft und dann, keine Ahnung, hast du was erreicht in deinem Leben. Es ist, I don't know. Wie gesagt, kann auch sein, dass es Zufall ist. Ich glaub's nicht, aber ist so, wie es ist. Spiel lieber Ranked VGC, ja. Ich glaube, wir machen nachher noch ein paar Ranked-Matches. Aber das ist halt schade, weil, wie gesagt, ich will niemandem was unterstellen, aber genau wegen solchen Leuten mache ich dann halt keine Zuschauer-Battles mehr. Und das ist halt übel wack dann. Aber gut. Weil egal, was wir gespielt hätten, ob wir jetzt Frau Wolle Lucario oder Frau Wolle Pikachu geleadet hätten, dieser Lead zerstört beide meine Leads. Also es ist quasi der direkte Counter gegen meine Strategie. Weil Maxax, glaube ich, outspeedet Lucario und Lucario one-shottet kein Maxax. Und Toxicus, wie gesagt, verhindert einfach alle Paras und kann Frau Wolle vierfach effektiv one-shotten. Lol, Digga. So, schauen wir mal, was der Steinhagel macht. Und bitte verfehle jetzt einfach nicht. Das ist schon belastend. Zufälligerweise konnte der alles easy. Würde mich tierisch abmännern. Ja, aber das ist so als Streamer. Damit muss man halt irgendwie umgehen. Lucario ist schneller als Maxax. Okay. Crit, Alter. Crit, weiß. Okay. Was ist mit meinem Steinhagel passiert? Habe ich den Steinhagel jetzt ernsthaft verfehlt? Habe ich wirklich den Steinhagel verfehlt? Habe ich gerade wirklich den plus 2 Steinhagel verfehlt? Habe ich wirklich gerade verfehlt? Also ich krieg einen Crit in die Fresse und dann noch den Steinhagel-Miss. Okay. Gut. Dann eben nicht. Und du wolltest Steinkante usen, Kappa. Ja. So, Shooting Star. Ich bin der Star. Ich gehöre ins Rampenlicht und ich ziehe die ganze Aufmerksamkeit auf mich. So, dass die Blattgeißel nämlich einen Scheißdreck macht, Alter. Wunderdampf. Okay.
So, und jetzt bitte triff. Es ist nur plus eins, aber es ist Stab und du bist ein fucking Rihornior. Und es reicht nicht. Weder noch. Es reicht auf keins der beiden Pokémon, Alter. Ist doch zum Kotzen, ey. Wegen dem Bedroher. Und wegen dem Miss. Naja. Und er trifft, by the way, jede Blattgeißel, ne? Oh mein Gott, wir überleben mit einem KP. Holy shit, Shooting Star ist der Star, Digga! Blattgeißel ist sowas wie Focus Blast. Trifft zu überhaupt nichts. Aber er trifft immer. Ne? Also die Misswahlen hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Ne, wenn ich eine Frau wäre, wäre ich auf jeden Fall Miss Schweiz. So, nice. Noctis, uff. Corvum. Okay. Ja, dann wissen wir ja schon mal, was abgeht, ne? Pikachu! Mach sie alle! Töte sie! So, ich bin gespannt, was jetzt passiert mit der Synchro. P-Boy! Kommt jetzt. Let's go, Pikachu! Alter, Shooting Star haben mit einem KP überlebt. Das ist halt ein Witz, ne? Das Ding ist, der Schmarotzer killt mich nicht, ne? Was war noch gleich das letzte Pokémon? Der Steinhagel könnte reichen, wenn er eine Full Para kriegt. So, das Ding ist auf jeden Fall tot. Goodbye! So, das Nebelfeld ist jetzt nämlich weg. Digga, wenn wir das jetzt noch gewinnen, dann lache ich mich kaputt, Alter. Wenn wir das gewinnen. Gegen den Stream-Sniper, Alter. Kraftschub. Okay. Der Angriff steigt, Spezialangriff steigt. Why? Wir verfehlen den Hammerarm! Das ist nicht dein Ernst, Alter. Wir verfehlen den Hammerarm. Wir verfehlen den Steinhagel und den Hammerarm. Leck mich am Arsch, Digga. Du kannst mich mal, aber sowas von, Digga. Uff. Ne. Ne. Ich protestiere, Alter. Ich protestiere. Und zwar ohne Ende. Der fucking plus 1 Hammerarm hätte einfach gereicht für dieses dreckige Noctis, Digga. Das muss man jetzt einfach mal wieder sagen. Ne? Stream Sniper und dann kriegen wir sogar noch auf die Fresse wegen Hex. Oh krass, Alter, ich habe einen Crit bekommen auf ein Pokémon, was sehr effektiv von einem Dynamax Gigantoblitz getroffen wird, Alter. Und jetzt kommt die Fassade. Uff, da muss ich aber ganz dringend los. Jungs und Mädels, ich will nur ganz kurz sagen. Hätte ich diesen Hammerarm nicht verfehlt, hätte ich den Stream Sniper gerade besiegt. Will ich einfach nur sagen, ne? Will ich einfach nur gesagt haben. Aber hey. Also es ist halt wirklich lächerlich. Wir haben einen Steinhagel gemisst. Er trifft jede Blattgeißel. Und danach verfehlen wir sogar noch den Hammerarm. Ein plus 1 Hammerarm auf ein fucking Nachtara. Uff. Aber gut. Hey, es war trotzdem ein nices Battle. Also wir hätten fast gewonnen mit so krassen Nachteilen. Und das sagt mir, dass das Team, was wir jetzt gerade gebildet haben, gar nicht mal so schlecht sein kann. Das Ding hat bestimmt einen Sash. Ich brauche keinen Rückenwind, um zu setupen. Ich kann auch eigentlich einfach nur mit Lucario leaden. Und Walmeria. Theoretisch. Maybe noch Pescragon. Und Togekiss. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt. So, okay. Der kann Doppel-Bizarro-Raum, ne? Kann das sein? Ich glaube, wir nutzen einfach mal, dass er wahrscheinlich Bizarro raumen wird. Ich glaube, wir nutzen das jetzt einfach mal. Und Dynamaxen direkt unser Rihornior. Why not? Why the F not? Wir gehen auf Sternenhieb. Treffen hoffentlich. Ballern Hatterene auf den Sash runter. Danach kriegen wir... Oh, Spotlight. Ach, so einer bist du. Okay, verstehe. So, da kommt der Sternhieb. Bah! Und da kommt der Dynabrocken. Aber der Dynabrocken macht eben den Sash trotzdem kaputt, weil wir jetzt Sandsturm haben. Lucario juckt den Sandsturm nicht. Wie gesagt, du kannst gerne Bizarro-Raum aufsetzen. Ich habe ein gedynamaxtes Rihornio da draußen. Why? Setzt der Bizarro-Raum? Okay. Bom, bom, bom. Das war's mit deinem Sash. Gleich kriegst du einen von Latz. Hey, bin wieder da. Echt spannender Kampf. Ich habe mich 3 Tage auf den Kampf mit dir vorbereitet und habe nicht den Stream gesniped, falls es so rüberkam. Okay, doch, es kam definitiv so rüber, Digga, weil du hattest den perfekten Lead für meine Leads. Aber wie gesagt, ist wurscht. Du musst selbst wissen, was du machst. Es kam auf jeden Fall so rüber. Aber ist okay. Okay, wir machen das so. Oder machen wir das so? Okay, folgendes. Er Dynamax sein, okay. Interesting. Sein, Pampros. Spotlight funktioniert nicht auf Dynamons, by the way. Ernsthaft? Okay. Interessant. So, das ist nicht Stab. Damit löst er maximal unseren Schwächeschutz aus. Und das heißt, er kriegt jetzt übel auf die Fresse. So, dass er Death bekommt, ist wurscht. Wir töten Hatterene so oder so. Wir sind auf +2 und kriegen instant noch einen Death-Boost. Alter, Rihornio und Lucario sind gar kein schlechtes Pärchen. Generell Rihornio und Stahl-Pokémon sind gar nicht schlecht. Ne, wir kriegen jetzt Death auf Lucario und haben noch die Schuckebeere. Für den Fall, dass er unser Lucario-Dynamax bumst, ballert. Wobei wir jetzt wieder auf Minus kommen. Ich. Naja. Nicht gedynamaxed hätte das natürlich doppelt so viel Damage gemacht, aber. Gut. Follow Me funktioniert auf deines, glaube ich. Okay. Hä? Aber schön, dass ich direkt als Stream-Sniper deklariert werde. Digga, ich kann es nicht wissen. Vielleicht bist du einer, vielleicht aber auch nicht.
I don't know. Es war halt einfach sehr, sehr interessant, weil wir haben jetzt gerade 2 Stunden oder 1,5 Stunden dieses Team gebildet und du bringst halt den perfekten Lead, ne? Beziehungsweise das perfekte Team. Aber wie gesagt, again, du musst selbst wissen. So, wenn du es nicht gemacht hast, wenn du sagst, du hast nicht gestreamsniped, dann hast du es nicht gestreamsniped. Das Ergebnis bleibt dasselbe. So. Aber mir ist es wurscht. Steinhagel oder Sternhieb. Oder switch ich. Fuck, Alter. Warum habe ich so wenig Zeit, Mann? Oh, damn. Okay. Ich hätte eher auf Dingens gehen sollen. Solarstrahl. Oh. Oh, shit. Okay. Das wird ein Problem. Oh, krass. Mit dem Solarstrahl habe ich gar nicht gerechnet jetzt. Und jetzt gucken wir um neu. Nee, das ist Stab und wir haben den Dev minus. Er hat sein Lead vor dir gewählt. Darum geht's nicht. Wir haben 2 Leads. Wir haben Frau Wolle Pikachu oder Frau Wolle Lucario. Und darüber haben wir jetzt 1,5 Stunden geredet. Das ist die Strategie. Das ist der Lead. Es geht nicht darum, wer den Lead zuerst gepickt hat. Es geht darum, dass wir jetzt 1 Stunde lang Team zusammen gebildet haben und der erste, gegen den ich kämpfe, nimmt einen Maxax und einen fucking Dingens mit, was ich noch nie gesehen habe, dass man die benutzt, zumindest zusammen oder was auch immer. Na, es ist einfach verdächtig, wie gesagt. Es muss nicht sein, aber es ist fucking verdächtig. So viel sage ich jetzt einfach mal. So. Aber funktioniert jetzt Follow Me auf deiner? Weil irgendjemand hat gesagt, dass es nicht funktioniert. Torkoal war gerade schneller, ne? Ah, er ist halt in der Sonne. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit rumgechoked. Wie lange dauert der Dingens noch? Fuck. Mann! Wo ist denn der Scheiß? Da, Bizarro-Raum, noch 2 Runden. Egal, ich muss Mudsdale killen. Torkoal ist ehrlich gesagt nicht so eine Riesengefahr. Natürlich funktioniert es auf deiner, okay. Ja, wie gesagt, Solarstrahl ist jetzt nicht die krasseste Gefahr. Oh, warte mal. Kiemenbiss im Bizarro-Raum macht nicht mehr doppelten Damage, ne? Gut, deine Faust wird nicht viel machen. Ja, macht nicht mal die Hälfte. Uff, Bruder. Ja, das ist ganz miese Brise, Alter. Irgendwo zwischen den Plays habe ich gechoked. Und zwar des Todes, als das Teil reinkam. Das Torkoal. Okay, das müsste eigentlich jetzt reichen, die Runde. Ich reg mich jetzt nicht weiter auf, ich habe das nicht getan und weiß was. Und weiß das. Dann ist okay. Aber du hast gerade vorhin zugegeben, dass du dich 3 Tage auf mein Team vorbereitet hast. Und ich habe mehr oder weniger denselben Lead mitgenommen. Also eigentlich hast du es doch getan, aber nicht im Stream, sondern eben auf das Team, was ich vorhin vorbereitet hatte. Aber wie gesagt, es ist ja wurscht. Du darfst es ja, aber es ist halt, ne, es ist halt, keine Ahnung. Wenn du dich halt auf ein bestimmtes Team vorbereitest, was ich spiele,
Also, verstehst du, was ich meine? Wenn du ein Team benutzt und ich mich 3 Tage auf das Team vorbereite, egal ob jetzt während des Streams oder davor, dann... Anyways, egal. Wie gesagt, es war ein gutes Match und ich finde, ich hätte verdient gewonnen, weil der Hammerarm-Miss war übelst bitter. Aber so ist es halt einfach. Ne? Im Competitive kommen manchmal Feelings hoch und so und das ist normal, das ist okay so. So, ich glaube, der Bizarro-Raum ist weg. Aber dennoch, GG Sascha, und ich glaube dir, wenn du sagst, du hast nicht gesniped oder so, dann ist es okay. Aber ja, es ist jetzt so, wie es ist. Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Ich hätte gerne den Hammerarm nicht gemisst, weil dann hätte ich ein gutes Gefühl bei diesem Kampf gehabt. Aber das war halt so wieder... Ne, das war halt so... I don't know. Das Kirschle auf der Torte oder so. So, aber wir haben immerhin diesen Kampf noch irgendwie rumreißen können, wie auch immer. Der Gena war unnötig. Ich hätte einfach angreifen können. Aber gut, Pescragon ist echt gut. Pescragon ist echt gut. Gegen Torkoal und so, ne? Und der Steinhagelmiss. Ja, der Steinhagelmiss hat jetzt nicht so gemattert, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er jetzt so krass gemattert hat. War einfach wieder so unfortunate. Aber der fucking, der letzte, der Dingenste, der hat definitiv gemattert. Aber wie gesagt, ist ja wurscht. Ist alles gut. GG. So, aber wie gesagt, Leute, macht mir den Gefallen und nehmt irgendwelche frischen Teams mit oder whatever, weil ihr wisst doch, dass ich nicht der beste Pokémon-Spieler bin. Dann tryhardet doch nicht, weil dann kommen coolere und spannendere Kämpfe raus, als wenn, ne, wenn es dann so abläuft. So, okay, gucken wir mal rein, was der hatte. Eine Zitatsbeere. Ah, schwächt Geisterattacken, okay. Focus Sash, der hatte den Focus Sash. Okay. Leben Orb, okay. Holzkohle, Heiß Orb. Und Assault Vest. Ah, I get it. Okay. Eventuell aber doch Begrenzer für die Bizarro-Raum-Teams. Ich fand, ehrlich gesagt, dass Walmaria einen ganz guten Job gemacht hat. Torkoal ist halt größerer Threat als Mudsdale wegen der Sonne. Nicht gegen uns, weil... Torkoal fast nichts gegen Pescragon machen kann. Scheinbar.